Hallo und einen wunderbaren guten Morgen. Ja, heute Nacht ist mir auch die Angst begegnet. Und ich habe eine ganz gute Unterredung mit dieser Angst gehabt. Und das wollte ich mit euch teilen. Die Angst, sie sitzt überall. Man sagt ja, die Angst sitzt in den Knochen und sie hemmt, sie bremst, sie verbietet uns, viele Dinge zu machen, die wir eigentlich gerne machen wollen. Hi, guten Morgen. Ja, es ist ein wichtiges Thema und sie kommt immer mal wieder hoch, die liebe Angst, ja. Und sie zeigt sich aber nicht, sondern sie bleibt immer gerne im Hintergrund. Sie übernimmt gerne die Führung aus dem Hintergrund. Ja, wie ist die Angst noch? Die Angst ist natürlich sehr, sehr vorsichtig. Die Angst ist sehr bescheiden. Und insbesondere sieht die Angst überall ihre Bestätigung. Sie fühlt sich überall bestätigt. Die Angst ist super aktiv. Sie macht gerne Szenarien, ja, sie macht gerne, sehr gerne Worst-Case-Szenarien. Hallo, guten Morgen. Ja, die Angst ist eigentlich so ein bisschen der ständige Begleiter. Die Angst ist der ständige Begleiter hier auf dieser Erde, in dieser Manifestation. Und irgendwie ist sie immer da und irgendwie ist sie eigentlich nie da, ja. Also bei mir war das zum Beispiel, ich dachte immer, wow, Patricia, du bist so eine mutige Frau. Also du machst alles, du hast überhaupt nicht Angst, du machst Extremsport, du Kitesurfen, Freeriden, Skifahren, du bist Skilehrerin, du reist durch die Welt alleine mit deinem Kind, schon als es klein war, warst zigmal in Brasilien, der ganzen Welt, in Hawaii alleine, rumgereist mit dem Kind durch die Welt. Du hast doch keine Angst, Patricia. Ja, genau. Und die Angst, die ist immer schön brav mitgereist. Die Angst war immer dabei. Mal war sie ein bisschen präsenter, mal war sie ein bisschen sanfter, aber sie war immer da. Und eigentlich war sie immer dominant da. Und sie war schon so dominant immer da in meinem Leben, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass sie da war, weil sie einfach ein Teil von mir war. Sie war ich, die Angst. Die war in mich rein integriert. Ich habe nicht mal gemerkt, dass da irgendetwas anders ist, außer ich. Ja, ich habe mich so verschmolzen mit meiner Angst. Ich habe mich so identifiziert mit meiner Angst. Die Angst ist ein Teil von mir, so wie ich halt bin. Ja, so wie ich halt bin. Das gehörte einfach zu meinem Sein dazu. Und das habe ich mir halt, das habe ich so gefühlt, ja, das war meine Wahrheit und da war nicht eine Angst drin, das war halt ich, ja, da war ich, meine Vorstellung von mir, ich ohne Angst. Ich habe ja keine Angst, schau mal, ich mache doch alles, ich bin furchtlos, ich bin alleinerziehende Mama, ich bin alleinerziehende Unternehmerin, habe diverse Business aufgebaut alleine, zu guter Letzt ein ganzes Hotel aus Null aufgebaut, mit allem, was dazugehört, mit allen Prozessen und so weiter und so fort. Wer macht das schon? Man geht da einfach hin und pachtet so ein Hotel und weiß nicht, wie es geht oder weiß, wie es geht, hat es aber noch nie gemacht, so muss ich sagen, und legt dann einfach mal los, Stück für Stück. Da hat man doch keine Angst. Pustekuchen. Und wie? Ganz, ganz viel Angst. Die ganze Zeit Angst. Die ganze Zeit vor allem Sorge. Die ganze Zeit Stress im Nacken. Hoffentlich geht es gut, was ich will. Hoffentlich klappt es. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn das Geld nicht reicht? Was ist damals im Hotel, wenn die Kunden nicht kommen? Was ist, wenn die Gäste nicht zufrieden sind, was ist bla bla bla, ja immer, was ist, wenn es nicht klappt.
Und so sind wir erzogen. So sind wir erzogen zu denken. So ist eine verantwortungsvolle Person, dass sie immer versucht, alle Szenarien abzuchecken, abzudecken, dass sie immer bereit ist, mit dem schlimmstmöglichen Fall zu rechnen. Ja, so sind wir erzogen, so sind wir, das haben wir übernommen von unseren Eltern, natürlich ganz, ganz tief, auch schon auf energetischer Ebene, vorgeburtlich im Körper der Mutter. Und das, so wird es weitergegeben, diese Energie, die sich anfühlt, als sei es deine Energie, die sich anfühlt, als sei es der Teil von mir, ein Teil von mir. Als gehört es dazu, dass ich mich immer irgendwo ein bisschen ängstlich fühle, dass ich mich nie ganz hundertprozentig sicher fühle. Meine Persönlichkeit war jemand, der sich nie ganz 100% sicher fühlt, der aber so mutig ist und da durchgeht und es trotzdem macht. Das ist ja auch toll. Das ist ja auch toll. Und so habe ich natürlich viele Dinge getan, trotz Angst oder durch die Angst hindurch. Nur, wo ist der Genuss? Nur, wo ist das hinterher, warum du es eigentlich machst, ja? Weil du machst ja die Dinge, du machst ja die Dinge, damit es sich toll anfühlt, damit du auf einen Weg gehst, der dir Freude bereitet, der dir Begeisterung bringt. Du machst ja die Dinge eigentlich, also insbesondere Reisen und so weiter, aber auch andere Projekte im Leben, die machst du ja, weil du begeistert bist von der Idee, weil du begeistert bist von dem Ergebnis, das du hinterher dir vorstellst. Und dann machst du dich auf eine Reise und die Reise verliert ihre komplette Begeisterung. Die Reise des Lebens verliert ihre Begeisterung, egal welches Projekt du startest, sei es Familie, sei es Business, was auch immer. Plötzlich steckst du auf dem Weg des Projektes, bist unterwegs und kriegst diese Angst und die wird immer größer, wird dein größerer Begleiter, unterdrückt, beseitigt die Begeisterung, lässt dich sogar vergessen, warum du letztendlich gestartet bist mit dem, was du gerade tust, sei es mit der Reise, sei es mit dem Business, das du aufbauen willst, sei es mit der Familie, die dir gewünscht hast. Und plötzlich ist alles anders. Plötzlich sind die Dinge nicht so. Auch die Beziehung. Plötzlich ist alles nicht so, wie du das eigentlich gedacht hast. Plötzlich ist alles nicht so, wie du gemeint hast, dass es wird, als du gestartet bist. Plötzlich wird alles schwer. Plötzlich wird alles belastend. Plötzlich wird alles so angsteinflößend. Hallo Silvia, jetzt sehe ich dich. Ja, und das kennen wir alle. Und das ist der Punkt, wann wir uns unser Leben so oft versauen, uns vermiesen. Wir starten mit einer hellen Begeisterung in unsere Vorhaben und dann kommt die Angst und treibt es uns sozusagen aus, diese Begeisterung, der ursprüngliche Gedanke und die ursprüngliche Vision wird völlig überdeckt von Angst und Sorge. Bei mir war das zum Beispiel die Sorge um mein Kind. Sie hat mich so tief begleitet, obwohl ich mein Kind überall hin mitgenommen habe, obwohl ich wirklich Weltreisen gemacht habe mit meinem Kind. Aber es war immer von einer gewissen Angst, Angst begleitet, ja. Und natürlich die finanziellen Sorgen, die sind natürlich auch immer da. Reicht das Geld? Geht das auf? Und so weiter und so fort. Ja, diese Angst und diese Sorge. Dann noch die Sorge um die Gesundheit. Die ist ja überhaupt nicht, solange du sozusagen gesund bist, ist die Sorge um die Gesundheit und die Angst um die Gesundheit ist ja eigentlich gar nicht so präsent, weil du ja einigermaßen gesund bist. Aber das kenne ich von mir und auch aus meinen Coachings. Nichtsdestotrotz ist da immer die Sorge, krank zu werden. Nicht mehr gesund zu sein, nicht mehr oder noch kränker zu werden, ja, diese Sorge, dass einem irgendetwas passiert, die Sorge, dass einen das Leben einen Strich durch die Rechnung macht, ja, diese Sorge ist ganz präsent immer,
obwohl sie so präsent ist, wie zum Beispiel dieses Licht, ja, hier neben mir, da ist eine Lampe, die ist an, ja, die ist präsent, aber ich nehme sie nicht wahr, weil sie ist ja da, ja, sie ist einfach immer präsent. Und so ist diese Angst und diese Sorge ist halt auch immer präsent und wir nehmen es gar nicht wahr, es wandelt halt einfach so mit. Und wir sind im Schatten der Angst, ja, wir funktionieren im Schatten der Angst. Und mal ist sie größer und mal ist sie kleiner, aber sie ist nie ganz weg. Und dadurch haben wir immer so ein Gefühl, irgendwas ist nicht in Ordnung, etwas Schlimmes kann passieren, es kann nicht aufgehen, womöglich habe ich mich übernommen, womöglich war es eine schlechte Idee, vielleicht hätte ich es nicht tun sollen, vielleicht hätte ich was anderes tun sollen. Ja, diese Gedanken sind ängstliche Gedanken. Genauso wie Gedanken, oh, der kann das besser, oh, schau mal, das kann ich nicht. Sei es irgendwie im Sport, sei es irgendetwas anderes, wo du siehst, dass das jemand macht, wo du merkst, boah, das kann ich nicht. Ja? Achte darauf, auf diesen Gedanken, das kann ich nicht. Oh, wieso kann ich das nicht? Das ist nichts für mich. Ja? Das ist nichts für mich. Oder ja, der kann das oder die kann das. Ich kann das nicht. Ja. Und wenn du jetzt so hörst, was ich dir da sage an diesen Gedanken, wenn du solche Gedanken hast, ist es ein Kommando an deinen Körper, an deine Kreation, an deine Welt, an dein Leben. Solche Gedanken sind Kommandos, dass dir gezeigt wird, dass du diese Dinge nicht kannst. Und weil du diese Dinge siehst und bewertest und für dich beurteilst, das kann ich nicht, das ist nichts für mich, heißt es zwei Sachen. Erstens mal, deine Aufmerksamkeit ist da drauf. Du siehst jemanden, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal ganz was Einfaches, Joggen. Du siehst jemanden, der joggt. Und dann spürst du etwas und merkst, wow, der joggt schnell, der joggt gut, der joggt langsam. Was auch immer du beurteilst es und du sagst, wow, das kann ich nicht. Oder wow, wenn ich das könnte. Oder was auch immer. Oder irgendetwas anderes, was du siehst, was dir ins Auge fällt. Es fällt dir nur ins Auge, weil du eine Resonanz dazu hast. Ja? Es ist auf jeden Fall etwas, was dich interessiert, was du vielleicht möchtest, was dich begeistert. Ja, sonst würde es dir gar nicht auffallen. Und wenn du jetzt die Beurteilung drauf setzt, das kann ich nicht, das ist nichts für mich, ich bin nicht fit genug, ich bin nicht gut genug, bla bla bla, was da alles kommen kann, dann gibst du deinem Körper ein ganz klares Kommando. Bitte manifestiere dich in der Art und Weise, dass du das nicht kannst. Bitte manifestiere dich unfit. Bitte manifestiere dich, du kannst nicht so schnell laufen, du kannst nicht so schnell gehen, was auch immer. Absolutes Kommando an deinen Körper. Das Gleiche in allen Bereichen, ja. In jedem Bereich, wo du dich als unzulänglich oder als nicht gut genug, aus was für Gründen auch immer, die mögen rational, logisch stimmen, beurteilst, dich selber beurteilst, deinen Körper beurteilst, die Situation beurteilst, dein Business beurteilst, deine Persönlichkeit beurteilst, alles, was immer du beurteilst, aus dieser Perspektive der Angst heraus, nämlich der Angst heraus, nicht gut genug sein zu können, zu versagen, dass es vielleicht, dass du falsch bist, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du falsche Entscheidungen getroffen hast. Das ist die Angst. Das ist die Sorge, die überall lauert. Und sich ganz klar zeigt, aber du merkst es nicht. Du merkst es gar nicht. Du denkst, es wäre normal. Du denkst, du wärst halt jemand, der das nicht kann. Du schätzt dich einfach anhand dieser Gedanken, die dir einfach die Angst und die Einschränkung vorschlägt, die du übernimmst, manifestierst und kreierst du dein komplettes Leben mit allen Einschränkungen, die du dir auferlegt hast, allein aus deinen Gedanken. Das ist die Macht der Gedanken. Die Macht der Gedanken ist alles. Unsere Gedanken kreieren unsere Vorstellung und unsere Vorstellung kreiert unsere Realität. Und das ist Kreation, das ist Manifestation und sie funktioniert immer und sie funktioniert die ganze Zeit.
Und wenn du zulässt, dass dieser unterschwellige Angstteil in dir dir diese Gedanken und Vorstellungen vorgibt und dir diese Einschätzungen vorgibt und du siehst es nicht, dann bist du von dieser unterschwelligen Angst getrieben, gesteuert, kontrolliert, eingeschränkt, beschränkt und tust so, so viele Dinge in deinem Leben nicht, die dir vielleicht Spaß und Begeisterung machen würden. Und eins der schlimmsten Dinge ist, dass wenn du, sag ich mal, durch diese unterschwelligen Prozesse in irgendeine Einschränkung, in eine sogenannte reelle Einschränkung deines Körpers oder deines Lebens oder deines Business oder deiner Finanzen dich da rein manifestiert hast, glaubst du, solange du diese Angst und diese unterschwelligen Denkprozesse nicht entlarvst, nicht auf den Tisch bringst, nicht plötzlich an die Oberfläche bringst und sie siehst und kennenlernst, glaubst du tatsächlich, dass du in dieser Situation, in der du dich einfach nur herein manövriert hast, nicht mehr rauskommst? Und es ist nicht so. Der Rückwärtsgang ist da. Der Rückwärtsgang ist ganz einfach. Du nimmst all das, die Überzeugungen und Denkmuster, die dich einschränken, erkennst sie und drehst sie um. Das ist wie Rückwärtsgang einlegen. Und da nimmst du jedes Ding, das dich blockiert, das dich bremst, das dich einschränkt, das dich dazu führt, dass du dich schlecht und nicht gut genug und was auch immer fühlst, dass du das erkennst, hernimmst, drehst, rückwärts. Ja? Schlimmste Gedanke ist, ich bin krank, ich habe keine Finanzen, ich kann nichts machen, ich muss erst gesund werden. Nein. Du entscheidest. Du entscheidest, wie es ist. Du entscheidest, was stimmt für dich. Hi Susi, du entscheidest. Und diese Entscheidung triffst du erst dann, wenn du dich dieser Angst gestellt hast, respektive wenn ich sage jetzt hier nochmal, die Lampe ist die Angst, wenn ich hingehe und sage, hallo, ich sehe dich, ich weiß, dass du die ganze Zeit im Hintergrund leuchtest, ich weiß, dass du mir einen suggerierst, ich kenne deine Überzeugung, ich kenne deine Meinung, ich kenne deine Haltung, sie stimmt aber nicht für mich in meinem Leben. Ganz genau. So läuft der Hase. Du sagst, gut, ich habe dich gesehen, ich weiß, dass du da bist, aber du bist nicht ich. Du bist du und ich bin ich. Und ich entscheide für mich. Und ich entscheide jetzt neu und ich entscheide jeden Moment neu. Und ich entscheide jetzt, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was mich einschränken darf, außer mein eigener Gedanke. Und jeden einzelnen eigenen Gedanken, der mich einschränkt, den sehe ich. Den erkenne ich und ich drehe ihn um. Und ich weiß, dass das stimmt, was ich glaube. Und dass das stimmt, was ich haben möchte. Dass das, was ich haben möchte, für mich bestimmt ist, weil es da ist. Weil es in meiner Welt ist. Weil die Dinge, die ich haben möchte, die ich erleben möchte, die ich bewirken möchte, die sind plötzlich mir bewusst in meiner Welt. Und nur allein diese Tatsache, dass sie bewusst in meiner Welt sind, heißt, dass sie für mich da sind. Sie sind für mich geschaffen. Es ist ein Geschenk, das das Leben mir gebracht hat, weil sonst würde ich das Geschenk nicht sehen. Genau, ich bin die Chefin und du bist nicht mal, du bist meine Angst, sondern du bist eine Angst. Du bist nicht meine Angst, du bist eine Angst, die da ist. Aber ich nehme dich nicht als meine Angst. Nein, 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 nein. Du bist eine Angst, du bist eine kollektive Angst. Du wirst getragen von ganz, ganz vielen Vorstellungen, die hier unterwegs sind, mit verschiedenen Körper-, Seelen-, Vorstellungen, was auch immer. Aber du bist nicht meine Angst. Weil ich als göttliches Wesen, ich als göttliche Perfektion, die ich hier bin, um mich zu erfahren, angstfrei. Das steht nirgendwo, dass du hier bist, um dich in Angst zu erfahren. Wir sind nicht hier, um uns in Angst zu erfahren. Wir sind nun hier, um uns in Liebe, in Sicherheit, in Geborgenheit zu erfahren. Das ist eine Irrenvorstellung, das ist eine einschränkende Vorstellung. Die kommt nicht aus der Fülle. Die Angst kommt nicht aus der Fülle. Die Angst kommt aus der Beschränkung, die Angst kommt aus der Einschränkung. Und
Die Angst kommt aus dem kleinen Selbst, wie man sie nennen möchte. Sie kommt aus dem menschlichen Selbst. Die Angst kommt aus dem fleischlichen Selbst. Die Angst kommt aus der Vorstellung, du bist dein Körper, du bist Fleisch und Blut. Und die Wahrheit ist, das sind vielleicht maximal 1% von unserem Sein ist Materie, wenn man es überhaupt bemessen kann, ja. Ich sage eigentlich, Materie ist eine Manifestation. Also die Materie, sie verändert ja immer ihre Form. Und wir sind aber das Formlose und das Formgebende gleichzeitig. Ja, und wir brauchen nicht die Angst dazu, um Form zu geben. Wir können auch angstfrei Form geben. Und dann sind wir mehr und mehr dort, wo wir eigentlich hingehören. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Wir haben nicht alle irgendwie eine ganz spezielle Berufung, sondern die Berufung auf dieser Erde ist, wir sind gerufen herauszufinden, wer wir denn wirklich, wirklich sind. Und da eben auch zu erkennen, wer wir nicht sind, wer wir dachten, wer wir sind, wer wir aber wirklich nicht sind. Und wenn diese Angst erkannt wird, dass es eben nicht ein Teil von uns ist, sondern dass es irgendetwas ist, was es gibt, eine Energie, eine Wesenheit. Sie kann auch verkörpert sein. Die Angst kann verkörpert sein in deiner Mutter, in irgendjemanden, den du kennst. Kannst du manifestierte Angst in deinem Leben haben? Ja, der immer, pass auf, oh, schrecklich und so weiter und so fort. Das ist einfach die manifestierte Angst, die aus dir heraus sich manifestiert hat. Ja, hier ist eine Lampe. Kann aber auch irgendein Mensch sein, den du kennst, der super ängstlich ist und der dich immer wieder auch beängstigt und dich daran erinnert, dass du glaubst, dass da Angst in dir ist und dass Angst in dir wohnen muss. Aber wenn du das erkennst, dann bist du schon mal einen ganz riesengroßen Schritt voraus, weil du weißt, Angst ist nicht ein Teil von dir. Angst ist kein Teil deines göttlichen Selbst. Dein göttliches Selbst führt dich, liebt dich. Und jeder einzelne Gedanke, jede Idee, die dich begeistert und jede Vorstellung, die dich antreibt, ist eine göttliche Vorstellung, die für dich da ist und die dazu da ist, dass sie gut ausgeht. Nur die Angst weiß es noch nicht, die Angst glaubt es noch nicht. Die Angst glaubt, dass all deine Wünsche, all deine Vorstellungen dazu da sind, dass sie schlecht ausgehen, dass sie dich enttäuschen, ja? Dass du startest mit einer Euphorie, mit einer Begeisterung und dass du dann enttäuscht wirst. Aber das wirst du nur, wenn du der Angst den Vorrang gibst, wenn du dich von der Angst leiten lässt, wenn du deine ängstlichen Gedanken denkst und somit deine ängstliche Realität, dein Worst Case, das, was du am allermeisten befürchtest, in dein Leben holst und rein kreierst. Ja, und du musst es nicht annehmen. Ganz genau, du darfst es sehen, du darfst es erkennen und du darfst sagen, das ist nicht meins. Das schmeckt mir nicht, ja. Ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich kenne meine Göttlichkeit in mir. Ich kenne das Wahre und das Perfekte. Und ich weiß, dass es sich durch meine Gedanken und durch meine Gefühle manifestiert in mir und dann in der Form, die ich aus mir heraus kreiere. Und diese Angst ist halt immer da, ja. Wie gesagt, ich habe ja schon immer dieses Video gemacht mit der Zungenwurst auf dem Buffet. Das ist die Angst auf dem Buffet des Lebens, ja. Du magst sie nicht, sie schmeckt dir nicht, aber sie sitzt immer wieder da und fragt dich, ob du es nicht doch irgendwie lecker findest. Und du darfst jedes Mal dankend ablehnen und darfst jedes Mal sagen, danke brauche ich nicht. Und wenn sie kommt, dann sagst du, ja, zeig dich. Du bist hier, ich sehe dich. Aber du wirst nicht zu meiner Realität. Ich mache das Göttliche zu meiner Realität. Ich mache die Fülle. Ich mache meine Träume zu meiner Realität. Ich mache meine Wünsche zu meiner Realität. Ich gehe einfach. Und ich weiß, dass ich keine Angst haben muss, weil ich alleine entscheide. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, entscheide ich in die Richtung, in die ich gehen möchte. Und
Ich bin mir bewusst. Das ist bewusst. Ich bin ein bewusster Mensch. Ich bin nicht unterbewusst Angst gesteuert, sondern ich weiß, dass Angst da ist. Das weiß ich. Aber ich weiß, dass Angst mich nicht steuern muss, wenn ich das nicht möchte. Ich weiß, dass Liebe mich steuern darf. Ich weiß, dass Begeisterung mich steuern darf. Dass meine zukünftige Vision mich anziehen darf und steuern darf. Das weiß ich. Und das weiß ich jeden Moment neu. Und ich fange jeden Morgen damit an, das zu wissen. Und ich höre jeden Abend, bevor ich einschlafe, an, damit es auch zu wissen. Und mit dieser Vorstellung über mich, über mein Sein, über die Welt, über das Schöpfertum, gehe ich in den Schlaf und gehe ich in den Tag. Und das ist ganz anders, wie das, was wir bis jetzt gefühlt haben, mit dieser Angst im Blut, ja, Angst im Blut. Die ganze Zeit die Angst im Blut zu haben, egal was du machst, da ist die Angst im Blut. Und die ist eigentlich nur dann im Blut, wenn du sie annimmst als deine Angst, dass die Angst dir gehört und in deinem Blut ist. Und das ist einfach nicht so. Und weil es nicht so ist und es immer mehr Leute rauskriegen, dass es nicht so ist, kommen wir in unsere Kraft und wir sind da, um cooles, tolles Leben für uns und für die Menschen, die mit uns zusammen ein Stück des Weges gehen wollen, mit zu kreieren und mit zu inspirieren. Und wenn die Angst da mal klar gemacht ist und sie da ist und sie angeschaut werden kann als etwas, was nicht in mir ist, sondern einfach außerhalb von mir und ich ihren Ratschlag sozusagen nicht annehmen muss, weil sie nicht in meiner Welt lebt, weil meine Vorstellung eine andere ist vom Leben, vom Konzept des Lebens, wie das Leben funktioniert, von den Gesetzen der Schöpfung, von den Gesetzen des Reichtums, von den Gesetzen der Fülle, von den Gesetzen der Gesundheit. Ja? Und das ist anders, als wir das jemals gelernt haben. Aber es muss auch anders sein, weil wir wollen ja auch andere Ergebnisse in unserem Leben haben. Wir wollen ja auch andere Manifestationen in unserem Leben haben. Und genau aus diesem Grund ist es einfach so, so wichtig, dass wir die Entscheidung treffen, nach diesen wahren Gesetzen des Lebens jetzt zu leben in Zukunft. Und jedes Mal, wenn uns dann irgendetwas begegnet, was uns einschränkt und bremst, dass wir das nicht mitschleppen müssen. Ja, und das muss man lernen. Das muss man üben. Wir haben so lange andere Dinge geübt zu denken. Wir haben andere Denkstrukturen und Überzeugungen eingepflanzt bekommen, dass wir das nicht von heute auf morgen irgendwie mit einem Schnipp loslassen können, sondern es ist eine Entscheidung, das loslassen zu wollen. Es ist ein Transformationsprozess, in den wir uns reinbegeben dürfen und wo wir uns langsam von diesen Einschränkungen, auch von der Angst befreien dürfen. Und auch lernen dürfen, dass wir nicht mal mehr Angst vor der Angst haben müssen, weil die Angst ja nicht mehr da im Hintergrund scheint und ich nicht weiß, wann wird sie größer, wann wird sie heftiger, sondern weil ich mich umdrehen kann und weil ich sie anschauen kann und weil ich ihr sagen kann, dass sie eine gute Idee hat, aber dass es nicht meine ist, ja. Genau das ist der Punkt, wo wir durchgehen dürfen und was so wichtig ist, eben wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du später zugeschaltet hast, diese Sachen zu machen trotz Angst, aber sie dann nicht zu genießen. Ja? So bin ich mein ganzes Leben lang durchgelaufen, weil ich nicht wusste, dass ich diese Angst habe. Ich habe wahnsinnig tolle Sachen gemacht. Ich habe sie seltenst genossen. Ich war seltenst entspannt dabei, sondern ich war immer irgendwo mit der Angst verbunden, dass wenn es jetzt dann doch eigentlich schön ist, dass es dass es blöd ausgehen könnte, ja? Und mein Ziel ist jetzt, dass ich diese Dinge, die ich mache, jede einzelne Entscheidung, die ich treffe, egal ob es irgendeine Reise ist, egal ob es ein Projekt ist, egal ob es ein Business ist, dass ich entscheide, dass es das Allergrößte, Allerbeste und Allerschönste für mich ist. Und dass ich den Prozess genieße. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die jeder treffen darf. Und vor allem möchte ich einfach die Leute ansprechen, die viele Dinge nicht tun, weil sie glauben, sie sind noch nicht bereit, sie sind vielleicht noch zu krank, sie wissen noch zu wenig, sie sind zu unsicher, sie brauchen noch ganz, ganz viel, um ihre Wünsche und Träume in Realität kommen zu lassen.
Und das ist nicht so. Das ist eine Vorstellung. Das ist eine einschränkende Vorstellung, die nicht so ist. Ich würde ja gerne das und das Business wieder machen. Ich würde ja gerne das und das bewirken. Ich würde ja gerne das und das sagen, tun, reden, in die Welt rausbringen, Business machen. Aber ich kann nicht, weil. Ja? Und die Leute möchte ich ansprechen. Es stimmt einfach nicht. Ihr könnt alles und egal wie krank du bist oder egal was für eine Einschränkung du dir in der Vergangenheit manifestiert hast, sie darf dich nicht weiter beschränken oder blockieren und dort zu halten im Status quo der Krankheit oder der Eingeschränktheit. Das darfst du nicht zulassen. Sondern du hast jetzt im Moment, wer weiß ja schon, wie viel Leben du hast, aber im Moment hast du jetzt diesen jetzigen Moment. Und diesen jetzigen Moment geht es dazu, zu nutzen, das Tollste und das Schönste und das Beste draus zu machen. Und alle, die sich einschränken lassen, es ist nicht nötig. Du kannst jetzt entscheiden, du möchtest das nicht. Und du kannst jetzt entscheiden, du möchtest deine Business-Idee umsetzen, du möchtest deine Weltreise umsetzen, du möchtest, was auch immer du umsetzen möchtest, du kannst es umsetzen. Und meistens scheitert es eben am Geld. Aber es ist auch nur ein Glaubenssatz. Und deswegen gibt es eben dieses Demind Money-Programm von mir, das da anfängt und nachher die erklärt, dass es eigentlich gar nicht ums Geld geht. Und das fängt nächstes Jahr an. Nächsten Monat fängt es an. Und nochmal 8 Wochen statt 6 Wochen. Ich mache es jetzt 8 Wochen, weil ich gemerkt habe, 6 Wochen ist zu kurz. Und wenn dein Thema wirklich Business ist, ich will nächstes Jahr starten mit meinem Traumbusiness, dann gibt es noch das Programm Divine Business. Also kannst du dich bei mir melden diesbezüglich. So, die Susi hat noch was geschrieben. Oh, das ist noch eine Scheiße. Aber ich kenne es und will es nicht mehr. Ja, alles, was du kennst, musst du ja nicht für dich anerkennen, oder? Ich kenne auch ganz schön viele Sachen, die mir nicht gefallen. Und ich kenne sie halt, ja. Ich weiß, dass sie da sind, aber sie haben nichts mit mir zu tun. Und wenn andere Menschen eine Verbindung mit einer sogenannten, für mich, Scheiße haben, dann ist es halt so. Aber ich entscheide für mich immer neu, jeden Moment. Und das zu lernen, ist einfach ein verflixter Prozess. Weil das Alte will nicht einfach aufgeben, ja. Das Alte will sich nicht einfach so verabschieden. Es hatte ja einen Sinn mal. Es war ja mal da. Es war ja mal Teil von dir scheinbar, ja. Und diese Teile von uns, die wir ja so lieb gewonnen haben, obwohl sie uns nicht dienlich sind, da sind wir auch traurig, wenn diese Teile plötzlich nicht mehr ein Teil unseres Lebens sind, ja. Warum gibt es so viele Menschen, die beschissene Beziehungen führen? Und wenn diese beschissene Beziehung hinterher zu Ende ist, traurig sind und sich einsam fühlen und alleine fühlen. Warum ist es so? Das ist genau aus diesem Grund so. Weil wir einfach irgendwie alles, was wir kennen, lieb gewinnen. Und wenn es dann weg ist, dann haben wir irgendwo ein Verlust- und Trauergefühl. Aber auch nur, weil wir denken, dass die Dinge weg sind. Aber ich kann es mir ja jederzeit wiederholen. Aber ich bin unabhängig, ja. Ich muss an nichts festhalten. Und wenn ich weiß, dass ich an nichts festhalten muss, dann muss ich auch nicht traurig sein, wenn irgendetwas weggeht, weil ja was anderes kommt. Und weil das halt das Lauf des Lebens ist. Die Blume erblüht und verblüht, ja. Der Same sprießt und wächst und das ist ein Kreislauf. Nur wir Menschen haben dieses beschränkte Gefühl und meinen, wir müssen die Dinge festhalten, weil wir nicht in diesen Kreislauf vertrauen. Und je mehr wir lernen, in diesen Kreislauf zu vertrauen, in uns selbst, in unser göttliches Selbst zu vertrauen, desto freier sind wir und desto weniger sind wir in irgendeiner Abhängigkeit. Und dann sind wir halt wirklich, wirklich frei. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber irgendwie musste das raus, irgendwie musste das gesagt werden. Und
Ja, wenn ihr euch begleiten lassen wollt auf diesem Weg, wir starten in der ersten Oktoberwoche nochmal. Es gibt 3 Monate noch in diesem Jahr. 3 Monate, die wir dafür nutzen können, als Startrampe ins 2021 und einfach zu sagen, ich mache alles neu. Ich starte ein neues Leben, ich starte eine neue Denkweise, ich habe ein neues Körpergefühl. Ich erlaube mir das einfach alles so zu haben, wie ich es mir schon immer gewünscht habe. Wäre das nicht schön? Also ich mache es so. Wenn ihr mitkommen wollt, gerne. Also, bis dann. Tschüssi.